Hallo, meine Lieben. Das ist die Kartenlegung für deinen Herzensmensch. Was ist los in seinem Leben? Was ist gerade up to date? Es sollte dir helfen, ein bisschen reflektieren und anschauen. Vielleicht du auch das eine oder andere verstehst, was bei ihm los ist. Es ist eine Kollektivlegung. Ich lege auch natürlich Privatlegungen. Bitte bei mir persönlich melden per WhatsApp oder E-Mail. Die Infos diesbezüglich sind in meinem Kanalinfo oder auch in der Beschreibung von Video. Ja, es sollte helfen zum Reflektieren. Vielleicht auch schaust du und verstehst auch besser, was es bei ihm los ist. Es muss nicht treffen, aber es kann passieren, dass du bekommst Impulse. Ich kenne den nicht, also liebe Männer, bitte ummünzen. Diese Karten lege ich sehr gerne und ich freue natürlich, wenn ich bekomme von euch auch einen Like, Abonnement und Kommentar. Ihr könnt gerne in Kommentaren reinschreiben, wie ihr das empfindet, was war für euch angenehm, was für Vorschläge ihr macht, betreffend Kartenlegungen. Ihr könnt mir gerne mitteilen. So. Wir fangen an Was ist so los bei Ihnen, ne? Bin gespannt. So. Hier ist unehrliche Frau. Erkenntnisse. Er hat ein Geheimnis. Ein Geheimnis, ja, über lange Zeit. Und er bekommt Erkenntnisse. Entweder hat er Geheimnis oder etwas ist im Geheimen bei ihm. Du überlegst Gespräche, Streitigkeiten in Öffentlichkeit betreffend eure Beziehung. Hier geht es auch Verlust, vielleicht auch Hauskündigung von einer Frau oder auch Wohnungskündigung. Vielleicht musst du auch einiges im Hause verändern, was nicht gerade läuft, sondern mit Umwege. Dein Herzensmensch schaut auf harmonische Nachrichten. Hier geht es wahrscheinlich eher um einen Ehepaar, älteren Ehepaar. Das kann sein, seine Eltern oder auch Verwandte. Also es geht um ein Ehepaar. Und die Frau ist nicht ganz ehrlich, weil der Fuchs würde dann so schauen. Und Fuchs, wenn schaut auf eine Person, ist nicht Ehrlichkeit dabei. Hier geht es, er ist in Rückzug. Rückzug, der karmisch ist. Er braucht irgendwas. Er braucht nachzudenken, was das Finanzielle betrifft, sein Leben betrifft. Er macht auch Erkenntnisse. Auch die Veränderungen plötzlich, vielleicht auch mit dem älteren Herrn. Hier ist ein Geheimnis, das noch nicht ganz sichtbar ist. Es ist noch ganz unklar. Für dich ist das wichtig, emotionaler Bereich. Du wirst Verbesserung sein. Wenn du jetzt momentan nicht emotional in deiner Mitte bist, das wird besser werden. Hier geht es vielleicht auch sogar Blockade betreffend einen Vereinbarung, Vertrag im Haus. Bei deinem Herzensmenschen geht es auch um den ältere Person, vielleicht auch Chef ist das, aber wenn es geht zum Beispiel um Schwiegervater, deinen Schwiegervater oder seinen Vater, hier geht es auch berufliche Sachen, vielleicht sogar Selbstständigkeit. Für dich wird auf jeden Fall finanzielle Situation sehr wichtig und du könntest auch Verluste bekommen. Ne? Also wenn man so schaut in diese Richtung. Bei ihm, es kommen Nachrichten, finanzielle Art, auch kommt Geld, da wird Bewegung stattfinden. Für deinen Herzensmenschen geht es auch
Eine Entscheidung wegen Anziehung. Er fühlt sich zu etwas angezogen. Er macht auch Gedanken oder vielleicht sogar Gefühlsentscheidung. Nicht Verstandsentscheidung, sondern Gefühlsentscheidung. Und er schaut in eine Überraschung, etwas Positives. Hier geht es auch, ja, Liebe, Geld, ne? Liebe zum Geld, Liebe zum Materiellen. Auch Aufregungen hatte er in der Vergangenheit. Er ist im Rückzug, das ist schicksalhaft, das ist auch Prüfung. Was das Kind betrifft, da ist vielleicht der Neubeginn, möchte Aufbruch oder er möchte ein Kind besuchen vielleicht. Mit Sicherheit hat er auch positive Nachrichten vor ihm. Also bei ihm, bis auf das Rückzug, ist es alles so weit, sieht gut aus. Wohin schaut er? Er schaut auf die Verträge finanzieller Natur in der Liebe, also Liebe zum Geld. Das haben wir alle mehr oder weniger. Klarheit in der Öffentlichkeit, Überraschung, vielleicht auch gesundheitlich. Etwas Positives wird gesundheitlich stattfinden. Also es sieht gut aus, er hat auf jeden Fall Verträge, finanzielle Art, vielleicht auch erlangt auch Klarheit, was das Liebe betrifft, weil das ist eine selbstlose Liebe. Das ist eine Liebe, die aufrichtig ist. Das ist die Liebe, die sagt, ja, Hauptsache du bist glücklich, ich klammere an dir fest nicht. Wir schauen an, was hat das mit dieser Frau, mit diesem Mann, mit ihm. Die Veränderungen, Nachrichten, die Nachrichten werden kommen von Freund. Und der Freund ist hier, sehr lange Freundschaft ist. Nachrichtenarbeit. So, auf der Arbeit, hier wird irgendwas publik gemacht. Sozusagen bei der Arbeit kann sein Werbung, das kann auch sein, dass der Arbeitgeber etwas mitteilt. Es wird etwas veröffentlicht, also in Öffentlichkeit geht es. Das kann Banales sein, von irgendwie Social Media, irgendwelche Mitteilungen bis zum irgendetwas. Das wird für ihn ein bisschen so Gedanken machen, ein bisschen beschäftigen. Also relativieren bitte. Nachrichten, die Klarheit bringen, was das diesen älteren Mann betrifft, hier gibt es Vereinbarungen. Diese Frau, die möglicherweise unehrlich ist, das ist herzliche Frau, da ist Liebe. Liebe von deinem Herzensmenschen oder auch Liebe von dieser Frau. Für mich, weil die beide nebeneinander stehen, das könnte ein älteres Ehepaar sein, Mutter und Vater. Die Veränderungen sind im Leben, also das ist auf jeden Fall, und finanziell wird eine Rolle spielen und er wird eine Überraschung. Also es sieht gut aus. Was mir auffällt, er ist auch gewisserweise Rückzug. Aber er schaut in sein Leben und er versucht sein Leben zu managen. Also ich sehe das positiv. Er nimmt sein Leben in Griff und auch vor allem, er schaut auch die Veränderungen im Leben. Und hier könnte wirklich sein, ein älteres Ehepaar. Und wie ich schon sagte, vielleicht hier geht es um die Wohnung kündigen oder auch. Ja, Krankenhaus könnte auch, weil das ist Krankheit, Transformation im Haus. Vielleicht geht es, diese Frau ist erkrankt. Das könnte auch sein. Ja, schau dir, was diese Karten dir möchten mitteilen. Ich freue mich für jeden Feedback, Kommentare, Abonnements und Like. Und vielen herzlichen Dank. Bis bald. Wenn ich Lust noch habe heute und wenn ich Kraft habe, weil ich noch einiges heute machen muss. Ja, bei mir gestern ja war völlig totale tote Hose, ging es gar nichts mehr, in jeglicher Hinsicht. Habe mich auf den gemacht zum Käfer, auf der Matratze mit Füßen hoch. Mir ging es gestern sehr schlecht. Dann lege ich auch keine Karten, weil das wird nicht euch gerecht sein. Ich konnte so viel Scheiße erzählen und ich habe dann auch keinen guten Rat und ich bin in meinem Selbstmitleid drin und gejammert, das hätte keinem was gebracht.
Vor allem, ich bin dann auch nicht in meiner Mitte. Und wenn ich dann gut gelaunt bin, genug Kraft habe, vielleicht lege ich noch eine Legung. Wenn nicht, sehen wir uns morgen zur Tagesbotschaft. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in der neuen Woche. Falls wir uns nicht mehr sehen, ich wünsche euch wunderschöne Zeit. Bis bald.